Yo Leute, weiter geht es mit einer neuen schwarzen Folge South Park. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die coolen Menschen, die dem letzten phänomenalen Video eine Bewertung gegeben haben. Ich bin es, Black Panther. Und wir müssen jetzt rüber zum Altersheim, denn dort finden wir die nächste Mission. Die wurde nämlich eben gerade getriggert. Da stehen die Jungs. Einfach hier vorne. Wunderarsch. Tuppy und... Tweak. Hör mal, das ist eine sehr wichtige Mission. Bist du bereit dafür? Hey, wird's bald! Los geht's, Freedom Pals! Ich will da nicht rein. Da stinkt's nach alten Menschen, nach Wir Tod. Wir sind zur gemeinnützigen Arbeit hier! Oh toll! Alle mal herhören! Hier sind ein paar Kinder, um uns ein Ständchen zu bringen. Was? Wie, singen? Wir müssen singen? Oh fuck. Ich spiel gern auf der Triangel, die Triangel macht. Ding. Und wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach. Ding. Das macht mir Mut. Ding. Ding. Das macht mir Spaß. Ihr seid scheiße. Tut uns leid, das Kind da ist neu. Ich spiel gern auf der Triangel, die Triangel macht. Ding. Buh. Buh. Die Mandoline spiel ich auch und bei der klingt das. Wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach. Das macht mir Mut. Das macht mir Spaß. Eigentlich nicht. Also ich habe keinen Spaß. Runter von der Bühne. Die Mandoline spiele ich auch und bei der klingt das. Alter. Plötzlich gut. Ich spiele ja noch den Flügelhorn, das Flügelhorn macht. Ich spiel gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht. Keine Ahnung. Wow. Wow. Wenn ich einmal traurig bin, dann macht es einfach. Das macht mir Mut. Das macht mir Spaß. Ja, das macht mir Spaß. Moment! Dieses Kind da ist der furzende Selbstjustizler aus den Nachrichten! Hä? Das ist das Kind, das mit den Drogen in der Stadt aufräumt! Der Selbstjustizler will unser Paracetamol! Was? Was? Moment, ihr Paracetamol? Her damit! Ihr Kruftis! Lagefeste alte Leute! Sie stinken oh so. Oh Mann, wir müssen zum Ausgang, Freedom Pals. Okay, wir müssen hier raus. Wir müssen entkommen, aber können wir uns nicht irgendwie durchboxen? Ich bin wieder da. Rett uns, Vollidiot. Oh Scheiße, was macht er denn jetzt? Tatschatschatscha. Gute Nachricht, ich habe einen Schild. Okay, ciao. Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. What? Oh Mann, bin ich dran? Das ist so unnötig. Das ist so mega unnötig. Okay, wir müssen hier raus, ja? Erstmal den hier machen. Ich habe eine Maulsperre. Ja, du hast eine Maulsperre, Alter. Lass mal den Panda da durch. Aus dem Weg. Mir ging's auch schon besser. Ah, sie blockieren uns. Oh nein, was macht sie denn? Igitt! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße. Das ist hart krank. Die Oma holt sich irgendwas aus dem Arschloch raus. Ach du Scheiße. Das ist zu heftig. Das ist einfach zu heftig. Das ist einfach viel zu heftig. Wir sind Kinder. Ach, es gibt schlimmere Gerüche. Chaos, kommt euch holen. Wir sind scheiß Kinder, Leute. Macht die Oma tot. Angriffsmanöver eingeleitet. Okay, Tupperdose. I believe in you. I believe in you. Das ist so ekelhaft. Machen wir besser die Nummer hier, oder? The Bounce. Oh, voll in die Tupper gereiert. Ich arme Sau.
mit ein bisschen Respekt vor dem Alter. Kein Respekt. Alter, sie sind gut. Ich war früher mal Nonne, ihr Wichser. Oh, fuck, sie war Nonne. Das Wetter schlägt um. Komm schon. Ich sage schon seit Jahren, dass elektrisches Licht überbewertet ist. Es kommen neue, oder? Oh, Scheibenkleister, noch mehr Großeltern. Wie soll ich hier raus? Fuck. Das ist heftig. Liebe Kinder, das ist heftig. Ich brauch meine Tabletten. Oh, shit. Alte Leute sind mies. Oh ja, Senioren-Power. Ich hab Blut auf meinen Schuhen. Nicht schon wieder sowas. Oh Gott, warum? Warum? Alter, warum? Hat jemand ein Pflaster für mich? Scheiße, noch eins, warum? Wollen wir die Nummer wirklich durchziehen? Warte mal, ich kann hier hin. Dann treffe ich den, aber... Wir müssen hier durch. Hat jemand meine Lesebrille gesehen? Wäre die tot, die wäre tot. Ich muss aber durch, ich muss nach vorne. Diese Schurken sind bereit für den Tupper-Mac Mark III. Was bringt das? Was genau bringt das? Ich bekomme Upgrade, okay? Gut. Upgraden wir. Alter, er nutzt die Macht von Tupperware. So eine Scheiße können sich nur reiche schwarze Kinder leisten. Okay, jetzt schwebe ich hier rum. Darf ich nochmal angreifen? Oi. Oi. Lässig. Absolut lässig. Ich versuch's. Hab ich noch einen? Die Alte ist tot? Alter, das ist nicht schlecht. Und jetzt sind die dran. Ah, da kommen sie. Du viel Druck! Die ekelhaften alten Weiber. Ich muss heilen, ich muss heilen, ich muss heilen. Tupperbube! Was am Arsch! Erquicke dich! Bist du tot? Ist er nicht, ist er nicht, ist er nicht. Burn, alter Sack. Hab ich jetzt Hitzewallungen? Oh nein, sie kommen auch von hinten. Oh Gott. Ah, da kommen noch mehr von ihnen. Ich komme hier nie lebend raus. Alter, der Punch. Ja, ich brauche einen. Okay, wir müssen nach vorne, wir müssen nach vorne. Verbrenn und stirb. Du alter Wichser. Warum? Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Jetzt nicht die Nerven verlieren. Knusper so ein Ding. Jetzt geht's besser. Recht bewahren, unschuldige Schützen. Okay, warte. Was ist, wenn ich diese Fähigkeit... Moment. Ich kann mit niemandem hier tauschen, warum nicht? Mir scheint, sind sie resistent gegens Tauschen. Kacke. Schutzkanone. Treffen die Kanonen mich? Bams. Verflixt. Die andere Kanone? Okay, die trifft ihn. Cool. Sehr, sehr cool. Alte Leute sind mies. Alte Leute sind ultra mies. Nicht Butters! Okay, sie blocken. Sie blocken. Och nö! Igitt! Oh ja! Danke, Schlampe. Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß die Prügelstrafe doch gemacht hat. Kranke Schlampe! Twig, nutze die Macht des Kaffees.
Komm schon, komm schon, komm schon. Mein Visier ist völlig beschlagen. Was habe ich verpasst? Oh oh, oh oh, alte Leute. Alte Leute. Alte Superleute. Fuck, jetzt gib schon auf! Okay, die sind zum Glück langsam, aber die Alten können was schleudern, oder? Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Nein, 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 schleuder nicht! Ah, sie schleudern. Oh, war das fest genug, um dir Anstand einzubläuen? Nein, Ma'am. Nein, eigentlich nicht, Ma'am. Okay, warte. Er ist immun dagegen, oder wie? Wegen dem Schild. Ja gut, dann... räumen wir sie aus dem Weg! Oh, ah, Schwester! Den Defibrillator! Oh, ich bin angewidert. Ich bin fast tot. Ich muss die Alte da vorne töten. Und ein Burrito naschen. It's the only way! Und jetzt schnell noch ein Burrito. Oh, ich kann nicht. Warum nicht? Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes. Okay, Butters. Okay, ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen was naschen. Gib mir so einen guten. Sehr gut. Zielsysteme online. Moment, lass mich nachdenken. Wir machen den hier. Hierher! Adios! Ich arbeite mich hier raus. Gib ihm! Gut gemacht! Die alten Schweine sind echt robust. Nein, Tweak! Tja, Tweak, ich glaube, du stirbst. Es gibt wenig Hoffnung für Tweak. Alter, das ist so widerlich. Jetzt krieg ich wieder Hausarrest. Oh, Gott sei Dank, sie ist tot. Okay, okay, okay. Der ist fast tot. Der muss da vorne unbedingt frisch sein. Ich hab genau das Richtige. Komm schon. Wir sind beinahe raus. Oh, fuck. Jetzt kommt die Welle der Alten. Ah, da kommen noch mehr von ihnen. Oh, no. Tweak. Tweak ist tot. Kinder heutzutage sind so nutzlos. Wie kann man nur so faul auf dem Boden herumliegen? Komm schon, ich bin raus. Leute, ich bin raus. Offiziell raus. Ich bin offiziell raus. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Warte, das ist raus. Naja, noch nicht ganz. Okay, machen wir die Nummer. Na, friss. Komm schon, Professor Chaos. Wenn es einer kann, dann du. Vernichte die Alten und Grauen. Cool. Boah, wir sind so angeschlagen, ich alle. Jetzt ja, ne? Wir sind eigentlich durch, oder? Bam, 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 bam. Auch erledigt. Abgelaufen. Oh Gott. Wie weit müssen wir denn noch gehen? Die Alten rücken näher. Ich will hier raus. Lasst mich gehen. Ihr seid verloren. Puh. Puh, wir haben es geschafft, Leute. Oh, Gott sei Dank. Tweak. Es tut mir leid, Tweak. Es tut mir leid. Lass dich nicht anfassen. Alter, der Fight war mies. Der war richtig mies. Siegel der Freiheit. Und ein Rezept für irgend so ein altes, verschrumpeltes Gebiss. Doc, hier Mysterion. Mission trotz Problemen erfolgreich. Gute Arbeit, Leute. Ich gratuliere dir. Du bist jetzt Mitglied der Freedom Pals. Begleite uns heute Abend auf die Mission zum Polizeirevier.
Die Polizei kassiert Schmiergeld von South Parks neuem Unterweltkönig. Das stimmt. Auf dem Revier können wir vielleicht rausfinden, was hier gespielt wird. Willkommen im Team. Bis heute Nacht. Erzähl niemandem, dass wir zum Polizeirevier gehen. Alles klar, wir wissen mehr. Und Cartman, der Kuhn? Was ist mit Mitch, Connor? Wir hören gar nichts. Oh, jetzt. Ich bin es, Professor Chaos. Ich hab da ein fettes Problem. Ich hab doch diese ganzen Migrantenlakaien. Naja, und irgendwie kann ich die nicht mehr bezahlen, weil du meine Pläne vereitelt hast und ich so kein Geld verdiene. Und jetzt sind die Lakaien ganz schön angepisst. Treffen wir uns auf der Bank? Wäre ich dir voll dankbar. Chaos, Ende. Auf der Bank? Ist die Bank nicht in der Nähe? Yo, die Bank ist direkt hier drüben. Call Girl, was machst du da oben? Ich mal daran. Neuer Status, wurde gerade angefurzt, mal wieder. Neuer Status, wurde gerade angefurzt, mal wieder. Tja, so sind Jungs. Das ist ein Bubending. Ja, ein Bubending, so nennt man das in Fachkreisen. Gutes altes Bubending. Wunderarsch ist hier, sehen Sie, da ist er. Danke, dass du gekommen bist. Ah, diese Person soll also mit unterzeichnen? Richtig, ich habe ein paar Lakaien angestellt, die mit mir die Stadt zerstören sollen. Aber mein Plan ging in die Binsen und deshalb kann ich sie im Augenblick nicht bezahlen. Was wir tun können, ist eine GmbH für sie einrichten, die ein Geldmarktkonto eröffnet, für das ihr Freund sein Haus an eine Übersee-Investmentfirma verpfändet. Und futsch! Futsch? Das Haus ihres Freundes ist futsch, gehört einer Firma in Hongkong. Danke, schönen Tag noch. Aber ich wollte nur meine Lakaien bezahlen und nicht meinem Freund das Haus kosten. Ja, Sie kennen sich nicht gut mit dem Wirtschaftskram aus. Will Ihr Freund mal? Ja, spiel du, Neuer. Lirum larum, Löffelstiel, wer nicht wagt, gewinnt nicht viel. Jetzt du. What? Okay. Stell dein Glück auf die Probe und dreh am Rad. Erhalte Boni, um Geld zu verdienen und in eine höhere ökonomische Klasse aufzusteigen. Ohne bankrott zu gehen. Ja gut, dann sie versuchen wir es. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Kann ich irgendwie einschreiten? Und. Erreiche dein Klassenaufstiegsziel, ja, und steig gut auf die nächste Ökonomiestufe. Gehst du bankrott, steigst du ab. Alles klar. Bonus. Halte das Rad mit deinen Fähigkeiten an. Keine und Liete, wir drehen keine erstmal. Komm schon. Auf Gold gestoßen. Gold for Cash Bonus. Alle okay. Bankrottfelder werden zu Gold. Ich glaube, ich bleib bei dem hier. Ich kann immer nur einen Bonus haben, also. Was sind Futures überhaupt? Agiles Investment Bonus. Verdreifache den Wert deines nächsten Felds. Okay, ich darf nicht verscheißen, Mann. Ich kann nicht hinsehen. Oh, ist das schnell. Komm schon, verdreifachen. Okay, das war gut. Das war gut. Insider Trading Bonus. Setzt du ihn vor dem Dreh ein, kannst du das Rad sofort anhalten. Alles klar. Machen wir das hier? Ja. Zeit für Insider-Geschäfte. Du hast es geschafft. Yes! Woo! Ich bin scheiße reich. So funktioniert Wirtschaft, liebe Kinder. Genau so. Wir haben einen Gewinner. Diese Kinder haben ein Darlehen über $80,000 erhalten, um Lakaienarbeitern ihre Löhne zahlen zu können. Auch sie können gewinnen. Versuchen sie es einfach. Hier ist euer Scheck. Wow, vielen Dank. Du hast das echt gut drauf. Komm, bringen wir das zu meinen Lakaien. So funktioniert das wirklich. Probiert es aus. Probiert es aus. So habe ich all mein Reichtum bekommen. Die Arschlochkinder, die die Einwanderer eingestellt haben. Ja, sie haben Kredit aufgenommen, um sie zu bezahlen. Das heißt, sie klauen unsere Job. Ich dachte, wir wären sauer wegen ihrer Geschlechterwahl und ihrer Sexualität und so. Nein, das sind die anderen Typen. Wir wollen nur unsere Jobs zurück. Oh, dann holen wir die Jobs zurück und verspotten sie für ihre Art der Identitätsfindung. Sie klauen unsere Jobs. Kommt, Jungs, zeigen wir ihnen ein paar amerikanische Lakaien. Amerikanische Lakaien? Alter, kann ich Lakaien rufen? El Loco Grande. Guck mal hier. Der letzte Mexikaner. Yes, Nummer 13. Alter, so ein Lakai ist lässig.
Trabajo ist Trabajo. Dein Arsch platzt gleich wie meine Scheck. Trabajino, mein Freund. Jetzt pass mal auf. Ich komm dir rüber und geb dir aufs Maul. So, du Lakaientype. Fritze, mach mich fertig. Amerika wurde von Amerikanern, nicht von Lakaien erschaffen. Mikroaggression. Schlag ihn. Oh, oh. Schlag in die Nüsse. Volle Möhre in den Sack. Uncool, Mann. Immer schön PC, ja? Auto! Auto! Los, hopp jetzt! Ich hab noch was vor heute. Okay, kann weitergehen. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten-Arsch. Wieso wirst du nicht in deinem Land Lakai? Ey, das ist auch eine das war nur eine Mikroaggression. Alter, die haben Schippen. Ihr werdet einen Wirbelwind ernten. Die schaufeln uns, die Schweine. Blitz und Donner! War das Zap? Die Unterhose von dem möchte ich nicht sein. Jetzt bin ich dran und ich mach den da. Und ich mach dich dumm an. Du hast die Welt besser gemacht für das Chaos. Der Chefe muss weg. Warte, wenn ich hier bin, könnte ich hier die Kanone platzieren. Machen wir es so. Und die Kanone feuert jetzt auf den da. Aber er lebt noch. Leider. Das ist doch scheiße. Jetzt bin ich wohl dran. Ja, ich kann nur den hier wegholen. Für Chaos. Adios. Geil. Ich kämpfe jetzt, oder? Geil. Ich geb dir Abreibung. Sehr gut, Mr. Mexico. Alter, was macht ihr hier? Das war ein Peps Blue Rhythm. Oh oh, no. No. Die Dudes haben's drauf, hä? Huh? Tja. Oh Gott, bin ich dran? Ja, du bist dran. Was? Warum? Ach, weil ich verwirrt bin. Weil ich verwirrt bin. Ich hab euch alle aufgeladen. Shit. Verwirrt nix gut, verwirrt nix gut. Wollen wir Butters heilen? Ich glaube, das lohnt sich nämlich nicht mehr. Ist zu teuer, komm. Wir schaffen es auch ohne ihn. Super Mac, Upgrade bereit. Sorry, pal. Ich glaube, ich mache hier einen Switcher. Aktiviere Schnelltausch. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Oh ja. Yeah. Nichts in der Nähe. Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos. Tja, der Kollege überlebt so oder so. Butters macht den letzten Hieb. Noch mehr Chaos auf Lager. Oh, und verbrennt. Okay, alles gut. Okay, Mr. Mexico. Mist, an den da oben komme ich jetzt nicht ran. Ah, oh, so ein Rotz. Wie jetzt? Feierabend. Er geht einfach. Und wird noch gebrutzelt da hinten. Ah, verdammt. Das macht keinen Spaß mehr. Die Freedom Pals werden siegen. Hier kommt Wonder Tweak. Du bist erledigt. Tudelü. Epilepsie. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Und hier wieder ein neues Artefakt und ein Rezept. Und immer noch nicht Level Up. Nee, immer noch nicht. Level 9 Mann, dauert lange. Ich hab ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Lakaien-Shops für die hab. Aber nochmal danke. Wer weiß, vielleicht könnten wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte. Wär doch cool. Tschüss. Kein Problem, Butters. Kein Problem. Freunde, wie das Ganze hier weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen.
beim nächsten Mal wieder reinseppeln. Immer schön seppig bleiben. Bewerten nicht vergessen natürlich. Ganz, ganz wichtig. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss!